Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute am Wochenende für die ganze Woche. Tut mir leid, dass es nicht anders ausgeht. Oh, ich hab mir gedacht, das Wildschwein greift mir zu. Nee, ich möchte euch unter der Woche ja gut versorgen und jetzt muss ich natürlich auch vorsorgen. So, wunderschön. Modifizierung verfügbar. Die holen wir uns dann gleich mal. Oh, Laufholz. Schauen wir da mal. Einen Sportbogen. Sehr nett. Das haben wir jetzt gemeistert. Keine Ahnung, was uns das jetzt bringt. Klick mir da mal rein. Achso, das ist dann wieder ein neuer. Oder nee, das sind bloß... Das sind jetzt bloß so neue Verbesserungen, soweit ich jetzt das sehe. Napalmpfeil hört sich ja richtig gut an. Gefällt mir. Schlüsselringabzug. Das sind die Napalm, oder? Yay. So. Ja, das ist schon mal ein richtig grobes Gerät da. Alter. Interessant. Ich glaube, mit dem werden wir noch viel Spaß haben. Alter, wie geil das da aussieht. Alter. Apropos. Nee, unsere Freunde sind ja da. Kann ich jetzt das wieder schließen, oder wer? Nee. Komisch. Ja, das ist einmal ein richtig guter Aufzug. Vielleicht gut gemeint, aber ausgeführt ist dieser schlecht. Okay, wir kommen jetzt darauf. Oh. Mal. Ah, da oben. Alles klar. Das war jetzt knapp, aber hat auf alle Fälle funktioniert. Nein. Das war jetzt noch knapper. Ich glaube, da unter uns geht's ins Wasser. Gefällt mir sehr gut. Okay, 100 Punkte dazu. Sehr schön. Ah, man, ich muss da gerade einen Popkiller ein bisschen runterbauen. Weil der ein bisschen ins Bild reinwandert. So, Pfeile will haben. So. Okay, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Alter, wie grob das aussieht. Das Meer und alles. Alter. Geil. So, jetzt möchte ich gleich mal im Voraus sagen, ich würde mich
sehr über ein Like oder einen Kommentar unter der Videobeschreibung in den nächsten paar Folgen freuen. Weil ich mich da jetzt mal frei drüber. So. Oh Mann. Da geht's weit nach unten. Sehr weit. Boah. Gerade noch. Nein! Oh Mann. Zu blöd. Oh, jetzt liegt das Zeug wieder da. Ja, Fackel ist nicht schlecht, ein wenig ausleuchten. Weil, wie es ja bekannt ist, ist die Lara, sieht die schlecht? Nein, da können wir nicht hinbauen. Oh. Das ist mir auch unklar. Das sind 2 bis 3 Meter weiter. Und dann funktioniert das System nicht mehr. Naja, man muss ja nicht alles wissen. So. So, und dieses Mal mache ich das Ganze ein bisschen überlegter. Oder vorsichtiger. Meinerseits. Alles klar. Gibt's da hinten noch irgendwas? Da gibt's ein Buch. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Nein. Okay, der schaut auch bloß auf Kohle. Deswegen mache ich mir das ja nicht länger anhören. Ich glaube eh, dass das dem ziemlich egal ist, was jetzt da mit uns passiert. Hier im Spiel. Aber wenn ihr es so weitermacht, dann wird er, glaube ich, auch nicht nach Hause kommen, um diesen Dokumentarfilm erscheinen zu lassen. Och nee. So, rüber damit. Wow. Und weiter geht es nicht mehr, oder wie? Nein. War ja klar. Das ist ja normal so. Oh Mann. So, rüber damit. Vielleicht geht es ja noch weiter. Ich schwing nur einmal. Yay, passt wunderbar. Ach Mann.
Au! Lol. Lol. Ich glaube, das bringt uns da gar nichts, wenn wir jetzt da raufgehen. Ne. Ah, was tue ich jetzt? So, und rüber da. Und da, wenn jetzt noch wieder so viele Feinde sind wie zuvor, dann ist das einmal mega unrealistisch. Also richtig mega, mega, mega. So, wunderbar, da ist eine schöne Leiter. Uah. Nein, oder? Ah, da können wir rüberjumpen. Ja, wir müssen auf die Leiter springen, aber wenn uns das... Habe ich jetzt sogar richtig schön gemacht. Nein! Nein! Alter! Es war jetzt sogar richtig knapp. War jetzt schon gut im roten Bereich. Was hat jetzt der da an dieser Maschine getan? Nichts, okay. Nein. Das finde ich schon immer richtig spannend, wenn man dann irgendwie da so rüberspringen muss oder irgendwie so. Oder über die Klippen und... Ist schon ein bisschen aufregend. So. Alek. So, und da jetzt schön souverän rauf. Yay! Nee, oder? Alter. Ich glaube, mit der Pistole ist es am leichtesten. Ich glaube, dass die verschiedenen Waffen schon was gewichtstechnisch zu bedeuten haben. Alter, eine Flak 88 mm. So wie das Gerät aussieht. Ja, das Rohr ist nicht mehr das Beste, aber es wäre zu reparieren, das Ganze. Nee. Ich weiß nicht, warum da oftmals solche Kerzen platziert sind. Da genauso. So, wo müssen wir hin? Da raus. Und... Entdecken Sie das alte Grab, okay. Schön. Schön, schön. Hier
traue der Sache immer noch nicht so. Nicht ganz, also. Nein, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Da können wir natürlich nicht rauf. Das lade ich jetzt gleich mal nach. Im Fall der Fälle können wir es nachher nämlich verwenden. Hallo. ETF. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Alter. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas? Ja genau, speichern erstmal. So, das reicht uns schon mit Speichern. Alter, da. Also hier war ein ziemlich schreckliches Massaker. Alter, boah, da genauso.